Die mächtige Kraft der Gedanken. Können sie unser Leben steuern? Seit dem Urknall denken wir das Leben. Philosophie, Theologie und die Quantenphysik sind sich natürlich nicht ganz einig darüber, ob Gott oder ein anderer Schöpfer das Universum hervorgebracht hat oder ob wir unser Dasein wirklich nur dem Urknall verdanken. Interessant zu wissen wäre es allemal, wer damals, also vor circa 13,8 Milliarden Jahren, geknallt hat. Ihr oder ihm schulden wir nicht nur unser Leben, sondern auch großen Dank für die geistige und emotionale Führung, die wir durch diese höheren Mächte erfahren dürfen. Energie ist, wie die Physik nicht müde wird uns zu bestätigen, eine sogenannte Erhaltungsgröße. Sie kann in einem abgeschlossenen System nur erhalten bleiben, egal was passiert. So viel zur Wissenschaft. Aber können unsere Gedanken wirklich unser Leben steuern? Ein paar Antworten zu diesen großen Fragen hätten wir in unserem heutigen Podcast für dich. Von einem, der es wissen muss. Die Kombination aus Naturwissenschaft und Philosophie ist selten anzutreffen unter den großen Denkern der Menschheit. Einer der wenigen, der uns das Prinzip von Energie und seine Bedeutung für die reale und die spirituelle Welt näherbringen konnte, war der französische Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler René Descartes. Von ihm stammt übrigens auch der bekannte Satz »Ich denke, also bin ich«. Bereits im Jahr 1644 hat er Physik und Spiritualität gekonnt miteinander verknüpft. Ihm verdanken wir die bahnbrechende Erkenntnis. Gott hat bei der Schöpfung der Welt dem Universum einen bestimmten Betrag an Bewegung in der Form wirbelnder Flüssigkeiten mitgeteilt. Und diese Bewegung soll ewig anhalten und weder größer noch kleiner werden. Sind wir Menschen auch nur reine Energie? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns erst ansehen, aus welchen Bestandteilen unser Körper sich zusammensetzt. Im Wesentlichen sind wir Menschen ein Produkt aus Wasser, Gewebe, Muskel und Fettzellen. Jede Zelle besteht aus Molekülen, die wiederum in Atome auseinanderdividiert werden können. Noch kleiner als sie sind die sogenannten subatomaren Teilchen, auch bekannt als Energie. So gesehen lautet die Antwort ja. Wir Menschen sind nichts anderes als pure Energie. Was bewegt Energie von A nach B? Wir haben schon gehört, und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass Energie nicht verloren gehen kann. Sie kann sich aber von einem Ort zum nächsten bewegen bzw. dorthin bewegt werden. Einfach ist diese Vorstellung, seit Albert Einstein der Energie die Masse zugesprochen hat. Einen Apfel oder eine Tasse zu bewegen, setzt Energie in Bewegung, die dank ihrer Masse sichtbar und fühlbar ist. Doch was ist mit jenen Energien, die für unser Auge unsichtbar sind? Allen voran zu nennen sind hier unsere Gefühle und unsere Gedanken. Diese beiden Ebenen erschaffen ihre eigenen Frequenzen, auf denen sie senden. Erstaunlicherweise sind sie nicht gleichgestellt. Unsere Gefühle können unsere Gedanken kontrollieren. Einen einfachen oder rationalen Weg gibt es dafür nicht. Wer denken will, muss fühlen. Die moderne Forschung geht davon aus, dass uns pro Tag etwa 60.000 verschiedene Gedanken durch den Kopf gehen. Es erklärt sich von selbst, dass wir diese unglaubliche Menge niemals bewusst steuern könnten. So vieles von dem, was unser Gehirn passiert, bleibt also sich selbst oder dem Zufall überlassen. Doch das muss nicht sein. Wer seine Gedanken unter Kontrolle und in die für ihn günstigste Richtung lenken möchte, muss nur auf seine Gefühle hören. Sie fungieren als Steuerrad und Übersetzer gleichermaßen. Der Autor und Publizist Bob Doyle formulierte diesen Umstand so: Unsere Emotionen sind ein unglaubliches Geschenk. Sie lassen uns wissen, was wir fühlen. So viel zum einfachen Teil des Energieflusses, den wir beeinflussen können. Doch noch besser wäre es natürlich, wenn wir schon bei unserem Denken ansetzen würden. Dann hätten unsere Gefühle weniger Arbeit damit, sich auch noch um diesen Bereich zu kümmern. Warum ist es so wichtig, was wir denken? Unsere Gedanken bestimmen die Frequenz, die wir in die Welt hinaussenden.
und unsere Gefühle teilen uns mit, welche Wellenlänge wir gewählt haben. Es gibt hier praktischerweise nur gut oder schlecht und beides können wir im Sekundenbruchteil richtig erkennen und einschätzen. Das Problem dabei ist, senden wir auf der schlechten, negativen, destruktiven Frequenz, werden wir ausschließlich Schlechtes, Negatives und Destruktives empfangen. Denk an das Energieerhaltungsgesetz. Aus negativer Energie kann keine positive entstehen. Energie bleibt einfach, was sie ist, und erfindet sich nicht aus Spaß an der Freude nach Lust und Laune neu. Fühlen wir uns hingegen gut, voller Freude und Optimismus, dann ist es exakt diese Botschaft, die wir nach außen tragen. Gemäß dem unfehlbaren Gesetz der Anziehung bekommen wir dann auch genau das wieder zurück. Gutes, Freude und optimistische Ausblicke in die Zukunft. Vergiss zwei Dinge nicht. Energie bleibt immer Energie. Sie kann sich nicht von selbst verändern oder verschwinden. Und das Gesetz der Anziehung macht einfach nur seinen Job. Es unterscheidet dabei nicht zwischen Gut und Böse. Es schickt uns zurück, was es von uns bekommt. Positive Gedanken, schöne Worte, gute Gefühle. Wenn du die Energien in deinem Leben, aus denen du bestehst und von denen du umgeben bist, zu deinen Gunsten beeinflussen möchtest, gibt es drei Ebenen, auf denen du das erreichen kannst. Ebene 1. Denke nicht schlecht über dich oder andere. Ebene 1 bilden unsere Gedanken. In unserem Kopf formen wir die Welt, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Alles, wirklich alles, was wir uns vorstellen können, kann Realität werden. Achte ab sofort darauf, dass du dir deine Chancen nicht verbaust, indem du schlecht über die Menschen denkst. Vor allem nicht über dich selbst. Ebene 2. Wähle jedes deiner Worte mit Bedacht. Höre einmal einen Tag lang bewusst zu, wie du sprichst. Welche Ausdrücke verwendest du? Redest du gern abfällig über dich selbst und andere? Liebst du Tratsch und Klatsch? Welche Bezeichnungen wählst du für dein Umfeld? Gewöhne dir an, das Hässliche aus deiner Sprache zu entfernen. Ebene 3. Sorge dafür, dass du dich gut fühlst. Umgib dich mit Menschen und Aktivitäten, die dir Freude bereiten. Distanziere dich von toxischen Zeitgenossen. Hol dir bewusst Spaß in dein Leben und lade ruhig auch den kindlichen Übermut und die Sorglosigkeit öfter zu dir ein. Unser heutiges Fazit. Um Energie zu kontrollieren, braucht es also mehr als nur unsere Gedanken. Doch sie sind zweifellos der mächtige, zündende Funke. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.